Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kümmere ich mich mal so ein bisschen um die Ordnung hier in der Werkstatt, denn die leidet schon ein bisschen länger. Vor Ewigkeiten habe ich hier diese langen Schraubzwingen gebraucht, ich weiß schon gar nicht mehr wofür. Und die haben eine lange Zeit hier gehangen und jetzt stehen sie hier und fallen die ganze Zeit rum und regen mich eigentlich viel zu oft auf. Hinten dasselbe Spiel. Ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen unordentlich, ne? Das bedeutet, ich werde für diese normalen Schraubzwingen ein Regal bauen. Wie das aussehen wird, werdet ihr gleich sehen. Und außerdem baue ich auch noch gleich für meine guten und geliebten Rohrschraubzwingen ein extra Regal, denn so wie sie da hinten liegen, ist ein bisschen kacke, ne? Die mir schon ein bisschen länger folgen, wissen, dass ich meine normalen, kleineren Schraubzwingen alle hier oben lager. Bin ich auch super happy mit. Hat bis auf zwei Ausnahmen, da ist mal eine Schraubzwinge runtergefallen, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Super gut funktioniert und die werden dort oben auch bleiben. Gut, ich werde jetzt nicht für alle Schraubzwingen, die hier stehen, ein Regal bauen. Speziell diese 1,70 Meter Schraubzwingen werde ich in einen anderen Raum stellen, denn dafür benutze ich sie wirklich einfach zu selten. Also hier diese wirklich langen Teile. Die habe ich übrigens auch alle auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Da hat das Stück, glaube ich, 6 Euro oder so gekostet. Richtig guter Preis. Ich habe gerade einiges getan. Ich habe das Holz aus der groben Bohle erstmal gehobelt, zugeschnitten und hier Ausschnitte reingeschnitten, damit wir hier Ich habe jetzt hier im Prinzip solche Winkel gebaut und ich habe nicht wirklich aufgepasst, deswegen habe ich einfach mal die Falze so geschnitten, wie es gerade passt. Der hier ist halt jetzt nicht ganz so gut geworden. Ich werde hier so ein bisschen fuschen. Und zwar werde ich hier später einfach nochmal eine Schräge aufleimen und dann verschleifen. Wird das gut genug sein. Aber hier diese ganzen Teile kann ich jetzt erstmal verleimen. Ich habe was ganz, ganz Wichtiges dazugelernt. Das wusste ich bis dato auch nicht und das hat mir auch noch nie jemand gesagt, dass das so ist. Das Holz hier, das hat relativ lange draußen im Regen gelegen. Es ist jetzt nicht so patschnass, wenn man es in die Hand holt, aber es ist noch relativ klamm. Und wusste ich nicht vorher, das funktioniert da nicht mit dem Leim. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass man das hier dann immer noch verleimen könnte. Dem ist aber nicht der Fall und ist eine interessante Info, denke ich, für euch. Wenn das Holz nicht wirklich trocken ist, dann funktioniert das mit dem Leim nicht. Ich habe das echt nicht gewusst. Nehmen wir hier an der Umfrage dran teil, ob du das wusstest, wenn das Holz nicht richtig trocken ist, dass man es nicht verleimen kann. Es hat auch wirklich genug Zeit gehabt, jetzt zu trocknen. Es hat jetzt in circa, wie lange hatte das? Circa 1,5 Stunden Presszeit. Und das ist mehr als genug. Normalerweise habe ich schon Dinge auseinandergespannt, die waren 20 Minuten zusammen und die haben schon relativ gut gehalten. Und das hier konnte ich halt so auseinander zu bilden. Naja, ganz, ganz wertvolle Info. Ich habe jetzt hier aus Siebdruck einfach schnell zwei solche Halter zusammengeschraubt. Und jetzt müssen wir die nur noch ausrichten. Ich benutze hier diese Holzwasserwaage tatsächlich am meisten. Gutes Ding. Jetzt noch schnell zwei, drei Wörter zur Lagermethode. Und einige hier auf YouTube sagen, okay, das ist ja blöd, wenn etwas vor einem anderen Werkzeug hängt. Das stimmt auch in der Regel, wenn hinter eurem Hammer die Nägel... Was für ein Beispiel. Aber bei Schraubzwingen, finde ich, macht das überhaupt keinen Sinn. Denn die haben ja alle die gleiche Funktion und dazu sind hier die ganzen Schraubzwingen auch fast komplett gleich. Und aus dem Grund, finde ich, kann man die auch ruhig da voreinander setzen. Und die zwei Schraubzwingen, die man nicht so gerne benutzt, hängt man einfach nach hinten
Und das sind dann einfach so die Notreserve-Schraubzwingen. Und die kann ich hier jetzt einfach aufhängen. Da habe ich noch eine Spezialschraubzwinge von meinem Großvater. Die ist schon richtig alt, ich benutze aber nicht ganz so gerne. Deswegen kommen die zum Beispiel ein Stückchen nach hinten. Ach, jetzt sah nicht, das ist nicht groß genug. It's not big enough. Ernsthaft? Als nächstes muss ich erst noch ein paar Rohrschrubben zusammenbauen, denn ich habe mir erstmal noch hier so ein paar 3/4 Zoll Rohr geholt. Da gab es tatsächlich auch ein paar Fragen. Also, das hier ist ein 3/4 Zoll Rohr, das kauft ihr im Baumarkt. Das ist ein Wasserrohr, das gibt es in jedem Baumarkt. Direkt hier ein kleiner Tipp, macht hier diese Aufdrücke, macht die weg. Weil wenn ihr die drauf lasst, dann habt ihr später mit dem beweglichen Teil so ein paar Probleme, dass diese Greifer, die bleiben da so ein bisschen dran hängen. Macht sie einfach runter, das reicht auch, wenn ihr es mit dem Cuttermesser so ein bisschen runterschneidet. Ihr könnt euch dieses Rohr halt so lange holen, wie ihr möchtet. Die gibt es, glaube ich, bis 2 Meter. Und ich habe halt die 60 cm lange Variante, weil mir mehr als ausreicht. Und da haben wir hier diese Teile von dieser Rohrschraubzwinge. Und da gibt es einmal hier diesen beweglichen Teil. Ich erwähne es nur kurz, weil ich echt relativ viele Fragen bekommen habe. Und auf der einen Seite ist ein 3/4 Zoll Innengewinde. Das schraubt ihr einfach hier auf das 3/4 Zoll Rohr. Da muss auch kein Kleber, gar nichts drunter, zieht das einfach handwarm an. Dann könnt ihr das auch einfach mal austauschen, wenn ihr mal ab und zu eine längere braucht. Dann haben wir hier noch diesen Backen. Das ist der bewegliche Backe. Der funktioniert so, dass ihr hier diese Federn, also ihr habt hier diese Metallteile, das sind mehrere, und da ist eine Feder. Das bedeutet, die drückt da drauf und somit wird das dann gespannt und kann nicht nach hinten. Es ist quasi wie bei einer normalen Schraubzwinge, nur dass hier diese einzelnen Metallteile das Ganze verursachen. Kleiner Tipp, wenn ihr nicht so viel Griffkraft habt und manchmal hängen die ein bisschen auf euren Rohren, je nachdem wie verdeppert ihr sie eingekauft habt, dann könnt ihr sie auch hier unten sparen und dann geht's richtig einfach. Aber ich zeig's dir. Dadurch, dass das hier nicht geführt ist, kann es sein, dass hier diese Klipse beim Transport so ein bisschen verrutschen. Da müsst ihr einfach mal hier durchschauen. Da schaut ihr einfach hinten durchs Loch, führt das 3/4 Zollrohr hier ein und schaut, dass das Ganze dann einfach in der Linie ist. Und dann drückt das hier auf der Seite runter und könnt es dann hier reinbringen. Und dann seht ihr, ihr könnt es zusammenschieben, aber in die eine Richtung ist es halt gespannt. Ach, das fällt mir selber gerade nicht auf. Das war es in die Richtung. Ah, gut. Kleiner Tipp, greift einfach unten. Dann geht es ganz einfach, denn hier unten habt ihr einfach, könnt ihr auch einfach ein bisschen besser greifen. Was war es noch? Das hier ist das Teil, was sich dreht. Das dreht sich auch, natürlich. Und hier ein kleiner Tipp. Das gilt aber eigentlich bei allem. Mach da vielleicht mal einen Tropfen Öl drauf. Das tut allen Schraubzwingen gut. Ich bin da kein Vorbild. Bei dieser Schraubzwinge hier müsste auch schon die ganze Zeit mal ein bisschen flutschi drauf. Aber wenn ich schon ein Regal baue und die jetzt alle da an die Wand bringe, kann ich auch eben hier ein bisschen drum kümmern. Hier einfach ein paar Tropfen Öl. Der eine mag jetzt vielleicht fragen, ja, warum ist das nicht schon drauf? Verhindert ihr auch Rost? Das ist eigentlich ganz gut. Weil dann habt ihr einfach keine verölte Packung, die dann bei euch zu Hause ankommt. Und da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumspielen, wie viel Öl ihr tatsächlich braucht. Ist auch gar nicht so viel. Ihr könntet auch anderes Zeug holen, nur ich hole einfach Öl, das habe ich jetzt schon richtig oft geholt. Ihr könntet auch bestimmt Silikonspray holen. Da noch so ein kleiner Insight. Es gibt bei diesen Rohrschraubzwingen natürlich auch Schutzkappen. Die, welche bis dato geordert haben, da waren die auch alle immer schon drauf. Das liegt daran, dass ich die halt alle immer noch selbst in den Händen hatte und die auch alle noch einmal inspiziert habe, ob die auch gut sind. Und da habe ich die Schutzkappen gerade drauf gemacht. Ihr seht hier keine Schutzkappe. Woran liegt das? Da waren am Anfang hier diese Schutzkappen drauf. Das sind die, die auf diese Seite passen. Und davon waren jeweils zwei dabei. Die fand ich aber nicht so gut, denn die sind hier ein bisschen lose drauf. Und da habe ich mir überlegt, komm, ich finde sie nicht so gut. Deswegen gibt es die auch so nicht. Deswegen habe ich andere geordert. Die passen da richtig stramm drauf. Das bedeutet, ihr verliert sie nicht nach 2 Tagen, weil die Schraubzwinge einmal so liegt und dann diese Schutzkappe weg ist. Das bedeutet, die Schutzkappe, die da drauf ist, diejenigen, die schon sich welche geholt haben, die haben das ja auch gesehen, die waren ja auch schon alle drauf. Die fallen nicht ab. Weil ich es nicht gut fand, habe ich mir überlegt, dass ihr es auch nicht gut findet und deswegen gab es es so nicht mit diesen Schutzkappen. Danke, Reda, mal wieder kurzer Sinn. Let's do some cutting, cutting, cutting.
habt ja gesehen, dass ich jetzt ziemlich viele Löcher gebohrt habe und da werden wir jetzt vorne die Frontstücke rausschneiden, damit man die Rohrschraubzwinge auch reinlegen kann. Kleines Sicherheitsding, was ich hier sehr, sehr gerne sagen möchte. Wenn ihr Stumpfbohrer habt, der Da-Bohrer ist komplett neu, das heißt, der bohrt richtig gut und die Qualität ist auch super, dann saugt die Späne auf keinen Fall ab. Es kann sein, wenn ihr einen brutal stumpfen Bohrer habt oder der extrem viel Hitze erzeugt, dass ihr sehr, 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 sehr heiße Späne in eure Absauganlage reinzieht und das will keiner. Deswegen benutze ich das wirklich nur bei solchen Anwendungen, wo es funktioniert. Ganz, ganz wichtiges Ding, deswegen sage ich es hier auch eher ein bisschen detaillierter. Tut das nicht. Die Halter, die wir jetzt hier zusammengeschraubt haben, beziehungsweise zusammengeschustert haben, können wir jetzt festmachen. Da habe ich mir hier einfach ein Distanzstück geholt und das kommt hier drunter. Und dann habe ich einfach hier schräg in die Platten reingebohrt, damit ich die Schrauben quasi schräg in die Wand gleich reinschraube. Und Richtung achten. Mir ist auch eben aufgefallen, als ich die da schon aufgehängt habe, also die anderen Rohrschraubzwinge hier, dass ich die Löcher besser ein klein bisschen größer gebohrt hätte, denn da hätten die da einfach mehr Fläche drin gehabt, wo sie dann drin ruhen. Aber das hier wird in meinem Fall jetzt auch gut genug sein. Wundert euch nicht, warum ich sie so schräg hier an die Wand hänge. So pendeln die sich nach einer Zeit eh selbst ein. Denn wenn man es so reinlegt, dann drehen die sich schon automatisch so ein kleines Stückchen rum. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Optimal. Natürlich wird sich jetzt beim richtigen Arbeiten zeigen, ob hier dieser Halter überhaupt gut ist. Aber bis jetzt sieht das mal gut aus und ich denke, das sollte gar nicht mal so schlecht sein. Und das sollte auch eigentlich schon mit dem Video gewesen sein. Natürlich war das jetzt nichts Herausforderndes zu bauen. Aber vielleicht ist das einfach mal so ein Gedenkenanstoß, es ist niemand gestorben, wie man die noch lagern kann. Vor allem, ich sag mal, hier dieses Maß, das braucht man eh nicht so oft. Und wenn die dann irgendwie dahin, wo sie ein bisschen tiefer sind, dann ist das auch mehr als okay. Und ihr habt ja halt vor allen Dingen Vorteile, ihr könnt da immer noch kehren, ohne dass ihr irgendwie was wegräumen müsst. Und bei mir wurde das hier wirklich sehr, sehr dringend, dass ich die Kackhalter mal baue. Schaut doch eigentlich ganz gut aus, oder? Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von dem Halter hältst. Und ja, schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, welche Schraubzwingen du besser findest. Hier solche normalen C-Schraubzwingen oder Rohrschraubzwingen. Würde mich mal interessieren, von was du überzeugt bist. Und wenn du das in die Kommentare schreiben willst, schreib auch auf jeden Fall, warum du dann eine andere Sorte besser findest. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao.